Guten Tag, Freunde des Lichts, und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Beim letzten Mal, ja, sind wir wieder durch den Wald gelatscht und hatten eine schöne Verfolgungsjagd, muss ich sagen. Doch, doch, war sehr schön. Und jetzt wollen wir zum Zugdepot, zur Deutschen Bahn. Ich hoffe, wir haben keine Verspätung. Und ja, es ist relativ spät gerade, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so laut sprechen wie sonst. Aber sonst scheint alles zu funktionieren. Ich würde sagen, wir gehen einfach los Richtung Zugdepot, um dort ein Fahrzeug zu holen. Los geht's. So. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Wir wissen natürlich, dass das nicht Alice war, sondern die Dunkelheit, die uns zermürben möchte, unseren Verstand vernichten möchte und langsam uns aufzehren möchte. Und mein Problem, was ich gerade habe, ist, dass die ganze Zeit noch von der Mine die Rede war und ich habe keine Lust, in die Mine zu gehen. Ich weiß nämlich noch, dass das ziemlich eklig war da drin. Was war das? Ich fühle mich gerade viel zu sicher. Ich fühle mich zu sicher, weil dieser Nebel nicht da ist. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Das wäre ganz gut. Denn mit dem Auto können wir, noch ein Kontrollpunkt, sehr schön, können wir natürlich sehr gut diese ganzen dunklen Geschöpfe ausschalten. Oh, jetzt müssen wir über die Schienen laufen. Leben am Limit. Alan Wake, Schriftsteller. Kurz vorm Suizid. Die neue Titelseite der Bild. Ich sehe sie schon kommen. Oh. Follow. Aha. Hoffen wir mal, dass diese Brücke ein bisschen was standhält. Das Fass bewegt sich natürlich durch die Vibration. Uff. Okay, ich glaube, wir sollten hier mal schnell runter. Schleunigst. Ja. Jetzt komme ich hier nicht durch. So. Alter. Okay. Oh, die Brücke wird besessen, oder wie? Genau wie die Türen. Oh, was? Zum... Alter. Okay. Oh. What the... Ich bin zu laut, ich bin viel zu laut gerade. Dann machen wir den. Ach du, das hat nicht gereicht. Bah! Och nee. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Die sind ziemlich stark, die Viecher. Ah, ich hab die ganze Zeit diese... die Flash ausgerüstet und nicht die Leuchtfackeln. Das ist natürlich doof. Sehr doof ist das. Erstmal hier hoch. Zack. So, jetzt erstmal wieder den ganzen Weg hier lang gehen. Das kennen wir doch alle schön. Oh mein Gott. Hilfe, ein Rohr. Da kommen wir auch nicht lang, genau. Wow! Ja, und jetzt geht's los. Aua! Alter! Ich komme hier nicht raus. Zack.
Alter. Ich glaube, ich muss jetzt alle meine Sachen rausholen, dass ich das hier einigermaßen überlebe. Nein, nochmal. Sehr gut. Nur noch der Kollege hier. Aua. Nein. Okay, schnell raus. Eine Amokbrücke ist das ja. Oh, da vorne. Natürlich trifft mich das. So. Okay, warten wir mal kurz ab. Ich will nur ein bisschen Energie haben, immerhin. Dass ich hier nicht gleich vom Fleisch falle. Oh, da ist noch eine Seite. Das ist nicht schön. Ist nicht schön hier. Oh, guck mal, die hatten wir noch nicht. Ist echt nicht schön, dass jetzt auch noch die Gegenstände hier amok laufen. Da ist noch eine Seite. Jetzt wird aber ein bisschen gespammt hier, ne? So. Zack. Und weiter hoch. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Für meine Hochleistungstaschenlampe sehr schön. Die hat, die ist natürlich wesentlich länger. Oh. Und leistungsstärker. Oh nein. Och nee. Das war schwer, das weiß ich noch. Das war richtig schwer. Auch ohne Albtraummodus. Okay, ganz ruhig. Noch ist nichts los. Nichts. Rein gar nichts. Alles cool. Ich meine, was soll denn schon aufhalten, ne? Was soll da schon sein? Außer vielleicht ein paar Gegenstände, die durch die Luft fliegen und Leuten mit Äxten. Was sonst? Als hätte ich es nicht... Ich schreie das aber auch in den Wald, ne? Verdammt. Was? Oh, perfekt ausgewichen natürlich. So kennt man mich. Was? Ah. Natürlich kann man hier schön mal diese Gaskanister nutzen. Wenn ich den treffen würde. Ach, der ist... Ne, der ist noch nicht, ne? Noch one shot. To end this all. Sehr gut. Okay. Oh, der Nebel ist wieder da. Ich hasse den Nebel. Und wir müssen in die Lagerhalle rein. Nice. Oh, Kontrollpunkt, vielen Dank. Der ist immer ganz wichtig. Diese einzelnen Kontrollpunkte sind das Wichtigste, was man haben kann. Hallo! Na, schönen Tag gehabt. Aber natürlich hast du deine Freunde mitgenommen. Super Aktion. Gut, dass wir noch rauskommen, sonst wäre ich jetzt geliefert gewesen. Wow. Ja, ich habe das von Chuck Norris gelernt. Ich weiß, dass ich meine Schrotflinte nutzen müsste. Bam. Your face. God dang it. Ich glaube, ich nehme auch mal meine Schrotflinte raus. Wird mir ein bisschen zu ungemütlich hier. So richtig Old American Style.
In light you can hurt them. Das wissen wir mittlerweile. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Dieses Grunzen. Noch ein... Okay. Ein Fernseher, der... Ich hoffe mal, dass man beim Fernseher nicht angegriffen wird. Von daher fühle ich mich da relativ sicher gerade. Trotzdem immer schön alle Batterien und so ein Zeug einsammeln. Okay. Fernseher-Time. Warte, ich positioniere mich schon mal. Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Zu oft haben die Sterne recht. In Night Springs. Heute Abend Familientreffen. Journalist Alvin Dernitz' Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Night Springs war weniger als erfolgreich. Bis heute. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Dernitz, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst, ich halte mich raus und sehe zu. Eigentlich dachte ich, dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Wirklich? Natürlich, Mr. Dernitz. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Ich, oh. Ich, Satanismus. Oh, Mr. Dernitz, der Bewohner des Fleisches, Nixie Birka, er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen ehrenvoll beherbergen. Liebling, ganz ruhig. Alvin Dernitz musste etwas lernen. Wer Mythologie sucht, kann auch von ihr gefunden werden. Und diese Suchen tragen Früchte. Night Springs. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Okay. Herrlich, lecker, schmackhaft. Diese Night Springs-Dinger mag ich eigentlich ganz gerne. Aber sie sind ekelhaft. Ekelhaft as hell. Oh, eine Manuskriptseite. Zack. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt schon war. Aber ich glaube, jetzt kommt ein kleiner Boss-Kampf. Kontrollpunkt, okay. Gute Sache. Es kommt jetzt. Freut euch, das wird ein Spaß. Oh, natürlich, natürlich, what the? Natürlich noch mit Unterstützung hier. Ist ja auch nicht genug, so ein fetter Bagger. Drauf feuern hier das Licht. Wir haben genug Batterien dafür. Und der hat irgendwie große Probleme, uns anzusehen, wenn wir hinter ihm stehen. Oder kommen wieder Freunde von ihm? Wir können uns eigentlich mit dem Rückwärtsgang voll auslöschen, macht er aber nicht. Wow, 360 No Scope. Wop, das war knapp. Hier irgendwo noch andere Kollegen rumlaufen. Das kann nämlich sehr gut sein. Ja, da kam gerade wieder der Sound. Harm, Junge. Und gleich wieder drauf.
Und das soll es gewesen sein. Uff, ganz knappes Ding. Perfekt. So macht man das hier. Okay, den hat die Dead mich jetzt erschreckt. Okay, gut. Noch jemand? Nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, diese Sounds, ne? Vom Spiel ja jetzt auch noch mit Kopfhörern. Das hört man so richtig deutlich immer, dieses... Nicht schön, nicht schön. So, jetzt werden wir das einstecken. Na, Gegenstand sind mit erreicht, natürlich. Ich meine, ich hab's ja. Weiß man ja. Da ist da drüben noch so ein Teil. Würde ich auch noch mal gerne ein bisschen was reinglupschen, was da so ist. So. Revolvermunition haben wir ja. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Oh yeah, in Night Springs. Guck mal, jetzt haben wir sogar wieder maximale Batterien. Dachte gerade, da stand jemand. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch noch ein Checkpoint. Sehr perfekt. Ich habe das Gefühl, da irgendwo hier rechts stehen gleich Leute. Hm. Oder auch nicht. War wahrscheinlich zu offensichtlich. Oh, ein Auto. Need for Speed. Oh. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Und es ist wieder Tag. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Weise Worte, mein Lieber. Wir müssen zur Mine. Ich glaube, die Sonne geht gerade schon wieder langsam unter. Das heißt, das wird nicht gerade von langer Dauer sein, dieser Aufenthalt im, sagen wir mal, Lichten. Trotzdem fahren wir schon mal los, Richtung Mine. Können wir eigentlich nach hinten fahren? Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Selbst tagsüber wurde ich verfolgt. Die Brücke war zusammengebrochen, kurz nachdem ich sie passiert hatte. Ich wollte gerade fragen, wie er hergekommen ist. Natürlich hat er auch Licht am Tag an. Ne? Ist ein sehr guter Mensch. Soll man angeblich wirklich machen, ne? Das ist auch nicht schlecht, so gesehen. Seht dann die Leute früher. Mal ein bisschen durchbrettern hier. Sag mal, wirklich, eigentlich ist es eine richtig schöne Gegend, muss man sagen. Wenn man sich mal ein bisschen umguckt. Also die Berge. Das ist schon ein schnickes Ding. Oh, guck mal. Hier sind noch andere anscheinend. Holzfäller. Mit Holzfällern haben wir unsere schöne Begegnung gemacht. Ich gucke die ganze Zeit in die Facecam, obwohl die ja aus ist. Ach ja, schöne Gewohnheit. Da ist irgendwie alles eingestürzt, habe ich das Gefühl. Können wir hier so durchfahren? Können wir da hoch? Ich glaube, das mache ich nochmal kurz und dann beende ich mal den Part. Ich meine, das habe ich im normalen Playthrough noch nicht gemacht, hier hochgegangen. Aber ist ja ganz interessant, mal zu sehen, was da so vielleicht ist. Kann ja mal schauen. Ein anderes Auto. Aha. Ein Haus. Kontrollpunkt. Oh, ein Radio. Ich würde aber sagen, das hören wir uns beim nächsten Mal an.
Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye.